Markus Söder und das Kreuz in bayerischen Behörden. Da fällt einem nichts mehr ein. Okay, eines vielleicht noch. Wie wäre es, wenn Söder und Co. mal echte Probleme anpacken würden? Wie eine neue Studie zu Unternehmenssteuern zeigt, gibt es bei uns offenbar viele, die beim Wort Allgemeinwohl immer die ersten drei Silben überhören. Durch Steuervermeidung multinationaler Unternehmen verliert der Staat jährlich Einnahmen in zweistelliger Milliardenhöhe. Die Autoren der Studie, Christoph Trautvetter, Silke Oetsch und Markus Henn, haben sich die Steuermoral nationaler und internationaler Konzerne mal genauer angesehen. Und die ist oft miserabel. Multinationale Großkonzerne zahlen bis zu 30% weniger Steuern als andere Unternehmen, heißt es in dem Papier. Möglich macht es die internationale Steuergesetzgebung, so homogen wie die europäische Flüchtlingspolitik. Über 3000 zwischenstaatliche Abkommen zur Besteuerung von Unternehmensgewinnen gibt es. Ein Chaos mit vielen Möglichkeiten. Und die nutzen die Konzerne gnadenlos aus. Bis zu 45% ihrer Auslandsgewinne verschieben sie in Steueroasen. Da kann der brave Steuerzahler nur staunen. Viele tropische Inseln haben mehr Briefkästen als Einwohner. Diese Steueroasen locken multinationale Konzerne mit lächerlich geringen Steuersätzen. Und die beißen an, richten dort Tochterunternehmen ein. Fantastische Umsätze in winzigen Büros und oft ganz ohne Mitarbeiter. Ein Wunder! Laut einer OECD-Studie ist der Gewinn dieser Tochterunternehmen im Durchschnitt fast doppelt so hoch wie der Gewinn der Gesamtkonzerne. Etwa ein Drittel des Welthandels soll davon betroffen sein. Geschätzter jährlicher Steuerverlust 400 Milliarden Euro. Amazon löst Gewinne in großem Stil in Luft auf. Illusionskünstler können da viel lernen. Statt den deutschen Umsatz hier zu versteuern, rechnen sie den größten Teil über ihre Europazentrale im Niedrigsteuerland Luxemburg ab. Je nach Rechenmodell spart Amazon so bis zu 140 Millionen Euro. Jetzt kann man Gewinne nicht beliebig hin und her schieben. Deshalb gibt es hübsche Taschenspielertricks. Konzerne verkaufen zum Beispiel gern Markenrechte oder Patente für viel Geld an andere Konzernteile. Den Forschern fiel auf, dass insbesondere Tochterfirmen in Niedrigsteuerländern verdächtig viele Patente halten. Und das betrifft nicht nur globale Riesen wie Amazon oder IKEA, auch deutsche Konzerne sind beim Hütchenspiel dabei. Praktisch jeder Großkonzern hat Tochterfilialen in Steueroasen. Und selbst Lebensmitteldiscounter mischen mit. Lidl ist ein weit verzweigtes Konstrukt aus GmbHs, Stiftungen und KGs. Und auch mit größtem Rechercheaufwand war es nicht möglich, für jeden Firmenteil Geschäftsführer oder Zuordnung zu ermitteln. In diesem Geflecht verschwinden Gewinne wie durch Zauberhand. Steuerersparnis 30%. Was für eine Rendite. Jetzt könnte man sagen, ach, mir doch egal, ich gehe eh zu Aldi. Aber auch dort sieht es nicht besser aus. Es gibt nicht mal eine Liste, auf der alle Tochterunternehmen aufgelistet sind. Außerdem veröffentlicht Aldi Süd nur Bilanzen einzelner Unternehmensteile, nicht des Gesamtkonzerns. Aber die Forscher haben auch gute Nachrichten. Seit 2017 müssen Unternehmen in der EU mit einem Jahresumsatz von mehr als 750 Millionen Euro ihre wichtigsten wirtschaftlichen Kennzahlen für jedes Land, in dem sie tätig sind, veröffentlichen. Und in der Pipeline sind weitere Gesetze, die versuchen, aggressive Steuerplanung zu entlarven. Mein Wort der Woche: aggressive Steuerplanung. Auch ein Steuersiegel für Unternehmen könnte helfen. Etwas Vergleichbares gibt es seit 2014 in Großbritannien. Das könnte die Transparenz verbessern und öffentliche Aufmerksamkeit erhöhen. 2014 zeigte ein Experiment mit deutschen Studenten, dass sie die Finger von Produkten ließen, die von Steuersündern stammten. Öffentlicher Druck hilft. Das zeigt auch der Fall Aldi Australia. Weil Konkurrenten, Öffentlichkeit und Gesetzgeber den Handelsriesen in die Mangel genommen haben, legte Aldi detaillierte Erläuterungen zu den Steuerpraktiken vor. Hierzulande werden Konzerne zu oft mit Samthandschuhen angefasst. Smithers, holen die mich aus? Nein, die rufen nur Buans, Buans!
Das liegt auch daran, dass die Steuerbehörden zu wenig Personal und Sachmittel haben. Gleichzeitig hat sich die Zahl der Steuerberater zwischen 2003 und 2013 um 30% und die der Steueranwälte sogar um 60% erhöht. Wir brauchen mehr Profis in den Finanzämtern. Sind zwar teurer als Holzkreuze in öffentlichen Gebäuden, aber manchmal hilft Beten einfach nicht.